Hi guys, this is Michael Carfen and you're watching Freakish TV. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Freakish. Heute geht es dem Club Härterei richtig hart zu und dafür sorgen tut Monsieur Michael Galfan und M22. Ich bin mal richtig gespannt, wie die drauf sind, also gehen wir sie doch mal gleich suchen. Wir sind zurück in der Härterei und präsentieren euch heute eine Größe aus der französischen Nightlife-Szene. Michael Galfan wurde diesen November für den Energy DJ Award als bester französischer DJ nominiert. M22, it's so nice to have you here. Welcome to Freakish TV. Nice to be here. Nice Matt to James and Frank Sanders. How are you? Good. You? I'm also good, thank you. So, first we know you as producers, single producers, and now you're working together, you make music together. What's the reason? I think the simple answer is just that we're doing the music we love together. Both me and Frank love what we're doing at the minute, so. Bevor wir nun zum Interview mit dem Act des Abends switchen, gibt's für euch was auf die Ohren. Beim Soundcheck der Woche. Paolo Pellegrino featuring Raphael. Take me for a fool. Der charmante Italiener bringt uns mitten im Dezember ein bisschen Sommer und karibisches Flair in den Alltag. Da wünscht man sich doch, mit einem Drink am Strand zu liegen. You turn me up, you turn me down. Er hat sich von Daft Punk inspirieren lassen und mit Bob Sinclair zusammengearbeitet. Der erfolgreiche französische DJ Michael Galfan war sich für ein Interview nicht zu schade. Michael Galfan, bienvenue en Suisse. Merci, happy to be here. What do you think? What is the key for success? I mean, there is competition if you want you to put in the competition things. Me, I don't feel I'm in the competition way because, I mean, the key is to make music, like to DJ, to show your face, etc. It's like, it's nice, but the real key, like, I mean, if you want to be like a DJ around the world, play around the world, etc., you need to make music. And that's the key, to work hard, to make music at home, alone, to learn how to make it and to work very, very hard. And that's the key, I think. I saw your plan from last month and this month. Yeah, you travel across the globe and you're so busy. Have you time for yourself or for your family? Yeah, I have time because, I mean, from June to August, I did like 20 gigs by month. So it was crazy. In September, I went 1 month for a big tour in USA, like I did 15 gigs. But now I'm back and I'm going on tour only on the weekend, you know, so I have all the week for me, you know, to work, to see my family, my friends. And I'm used to it now. Like for me, it's normal to on Friday to take the plane, to go to play, to come back in Paris, to make music, to see my friends, my family. So I'm very used to it and I really love it. All diese Leute
Leute da hinten stehen an, um hier drin richtig Party zu machen. Und wo man auch noch anstehen kann, das seht ihr jetzt bei unseren Party-Tipps. Am 26. Dezember erwarten die Gäste des Alice Chu in jeder Hinsicht Superlativen. Fürs Ohr, für die Kehle, aber auch fürs Auge. Denn zu Gast ist als Host Supermodel Rob Evans. Für den musikalischen Rahmen sorgen auf dem Paradise Floor DJ Interest und Lewis und im Rabbit Hole Neonika und Kors. An der monatlichen Vioch Secret Party wird im Vegas-Style bis zum Morgengrauen durchgefeiert. Die ersten 100 weiblichen Gäste erhalten exklusive Vioch Secret Goodies. Sei am Samstag, 25. Dezember dabei. Wer nach Silvester nicht genug vom Feiern hat, kann im legendären DC-10 Club in Ibiza an der Circo Loco Party am 1. Januar das Jahr 2016 auf ein neues zelebrieren. Vom 18. bis 20. März wird es in Miami noch heißer. 3 Tage lang können Party People die Sau rauslassen. Get your ticket now unter ultramusicfestival.com. Bitte beim Betreten des Hauses und auch danach regelmäßig Hände desinfizieren. Also im Club die Hände desinfizieren, das kommt sehr, sehr, sehr selten vor. Aber deshalb gehen wir jetzt auch gleich zu unserem Special von der Woche. Was macht man während der Weihnachtszeit am liebsten? Genau, man geht shoppen und am besten hier bei The Body Shop. Es gibt 3 verschiedene Duftarten und die möchte ich dir jetzt gerade präsentieren. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit wurde die neue Weihnachtskollektion Bath & Body von The Body Shop vorgestellt. Die neue Special Edition beinhaltet die Auswahl von Frosted Plum, Glazed Apple und Frosted Cranberry. Diese 3 Geschmacksnoten spiegeln sich in jeder Facette dieser Linie wider. Für sanfte Pflege der Haut sorgen die Body Butter und der Sugar Scrub, die all deine Sinne verwöhnen. Weil an Weihnachten so vieles glitzert, passt auch der Shimmer Mist Spray hervorragend. Er bringt Haut, Haare und sogar deine Kleidung zum Schimmern. Natürlich darf auch die Pflege unter der Dusche nicht fehlen. Deshalb das Shower Gel mit süßlichen Aromen der jeweiligen Geschmacksrichtung. Diese und viele weitere Geschenke sind auch in wunderschönen Sets erhältlich. Water Shop hat sich dieses Jahr mit der Hilfsorganisation WaterAid zusammengeschlossen. Kaufst du hier bei Water Shop ein Geschenk, kriegt eine Familie in Äthiopien einen ganzen Tag sauberes Wasser. Was für eine Nacht hier in der Härterei. Also ich bin richtig müde, aber da hinten geht's immer noch ab. Aber nichts mehr für mich. Ich muss jetzt nach Hause schlafen gehen und mich ein bisschen erholen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.